Ja, ist ein positiv ekliger Gegner, der natürlich klassischen RB-Fußball spielt mit viel hohen Pressing-Situationen. Eine extrem junge Mannschaft, die sehr gierig ist. Es ist unangenehm, da zu spielen. Wird auch unangenehm in München sein. Es ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Salzburg ist eine Mannschaft, die ein sehr interessantes Konzept hat. Die haben einen sehr guten Trainer. Die sind die erste Mannschaft aus Österreich, die sich in die K.O.-Runde qualifiziert hat. Also das zeigt, wie gute und beständige Leistungen die bringen und was die für Arbeit machen. Salzburg kennt man natürlich als Bayer, als Münchner, ja, sehr gut. Kurze Wege, man weiß, wie die Stadt so ein bisschen tickt vielleicht. Man war schon mal öfter dort, auch als Privatperson. Aber klar, Salzburg hat sich im letzten Gruppenspiel da fürs Achtelfinale qualifiziert. Und die werden natürlich jetzt, ich glaube, es ist das erste Achtelfinale der Vereinsgeschichte, die werden natürlich brennen. Deswegen ist das schon auch eine Überraschungsmannschaft, die es nicht zu unterschätzen gilt. Wir wissen, dass Salzburg auch, glaube ich, verdient einfach in die K.O.-Phase jetzt eingezogen ist, weil sie schon dem einen oder anderen Großen auch geärgert hat und Probleme bereitet hat. Und deshalb wissen wir auch, dass sie einen guten Fußball spielen. Natürlich gehen wir, glaube ich, als Favorit ins Rennen, aber wir unterschätzen keine Mannschaften in der Champions League.